Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe letztens folgende Nachricht bekommen. Hast du einen guten Tipp, wie man einen guten Zugang zu seinen Bedürfnissen bekommt und wie man es hinbekommt, diese dann auch zu erfüllen? Und natürlich kann ich dazu sehr, sehr gerne etwas sagen. Und zwar starten wir mal damit, wie man den Zugang zu seinen Bedürfnissen bekommt. Ich habe dann gleich im Folgenden einen kleinen Test, an dem ihr relativ schnell erkennen könnt, ob eins der fünf Bedürfnisse, die ich euch dort nenne, bei euch nicht so gut erfüllt wird. Aber ihr könnt natürlich auch noch was anderes tun. Und zwar müsst ihr achtsam werden mit euch und euren Gefühlen, also einfach auch mal darauf hören. Und das funktioniert natürlich nicht im stressigen, lauten Alltag, den wir nun mal haben. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, was man machen kann. Man kann sich entweder einmal täglich für 5 Minuten hinsetzen, völlige Ruhe und einfach mal zuhören. Einfach mal zuhören, was da in seinem Kopf eigentlich so abgeht. Wo die Gedanken hingehen, was man fühlt, das dann gegebenenfalls vielleicht aufschreiben und daraus seine Schlüsse ziehen. Journaling ist auch immer eine gute Sache. Da gibt es auch viele tolle Fragen, die dich dahin leiten können. Was sind denn meine Bedürfnisse? Was brauche ich denn gerade? Also ne, auch ganz klassisch die Frage, was sind meine Ziele, was sind meine Träume, was sind meine Wünsche, was kommt gerade in meinem Leben zu kurz? Anhand dieser Fragen kann man das sehr, sehr gut herausfiltern. Und Meditation natürlich. Und da würde ich tatsächlich meine Herzmeditation empfehlen. Die verlinke ich euch nochmal hier oben. Bei dieser Herzmeditation öffnest du dein Herz und fragst einfach ganz konkret, was sind denn gerade meine Bedürfnisse? Dann wartest du einfach, welche Antworten da gegeben werden. Aber einfach achtsamer mit sich werden, mehr zuhören und mehr reflektieren. Und ich habe jetzt, wie versprochen, einen kleinen Selbsttest für euch. Und zwar sind das 5 Bedürfnisse und ich habe zu allen 5 Bedürfnissen mir mal Warnzeichen überlegt. Wenn diese Warnzeichen auf euch zutreffen, dann wird dieses Bedürfnis gerade bei euch nicht gestillt. Starten wir mit Bedürfnis Nummer 1, das ist das Bedürfnis nach Entspannung. Und diesem Bedürfnis kommt ihr nicht genug nach, wenn ihr zum Beispiel euch immer überarbeitet fühlt, dauerhaft gestresst seid, selten bis gar nicht zur Ruhe kommt, ihr das Gefühl habt, nur noch zu funktionieren, wenn ihr euch erschöpft fühlt und auch wenn ihr ständig krank seid. Wenn das auf euch zutrifft, sind es Warnsignale, dass euer Bedürfnis nach Entspannung nicht gestillt wird. Und dann schau einfach, auf was hast du Bock, was entspannt dich. Dann gibt es noch das Bedürfnis nach Genuss. Und das wird zum Beispiel nicht gestillt, wenn du selten schöne Momente erlebst und wenn du dich gar nicht mehr daran erinnern kannst, wann du denn das letzte Mal etwas genossen hast. Dann gibt es natürlich auch noch das Bedürfnis nach Nähe. Und das ist das ganz klassisch, wenn du dich einsam fühlst, wenn du dich isoliert fühlst, wenn du Freunde oder Paare, die du auf der Straße siehst, wenn du die beneidest, dann wird dein Bedürfnis nach Nähe nicht gestillt. Dann gibt es noch das Bedürfnis nach Unterstützung. Und das ist nicht gestillt, wenn du entweder nie nach Hilfe fragst, beziehungsweise auch Hilfsangebote von anderen gar nicht erst annimmst, wenn du es auch als Schwäche siehst, nach Hilfe zu fragen und du immer versuchst, alles allein zu schaffen. Das sind Warnzeichen, dass dein Bedürfnis nach Unterstützung nicht gestillt wird. Und als letztes habe ich noch das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung. Und die Warnzeichen hierfür sind, dass du dir eigentlich nie Zeit für dich nimmst, dass du eigentlich gar nicht weißt, was du gerne machst, dass du auch nicht wirklich Hobbys oder Interessen hast und du auch nie ungestört für dich bist. Das sind Warnzeichen, dass dein Bedürfnis nach Selbstverwirklichung nicht gestillt wird. Und dann beschäftige dich da ganz intensiv nach diesem Bedürfnis und frage dich, was brauche ich, was möchte ich? Und gib diesen Bedürfnissen dann auch wirklich Raum in deinem Leben. Also du kannst diese Bedürfnisse dann natürlich nur stillen, indem du dich darum wirklich auch aktiv kümmerst. Dir Zeit in deinem Leben dafür einräumst, diese Bedürfnisse auch zu stillen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Du darfst für dich und deine Bedürfnisse einstehen. Sei es dir selbst wert, für deine Bedürfnisse einzustehen.
Und da ist natürlich Kommunikation ganz, ganz wichtig, aber dann auch wirklich aktiv Schritte dahin zu tun, aktiv zu werden. Und als Faustregel kannst du vielleicht nehmen, wenn du dich mega gut fühlst und glücklich und zufrieden bist, dann sind wahrscheinlich alle deine Bedürfnisse gestillt. Aber wenn du dich nicht gut fühlst, dann ist irgendeines deiner Bedürfnisse nicht gestillt. Und dann gilt es herauszufinden, welches das ist. Wie du das angehen kannst, habe ich dir gerade erzählt. Entweder anhand dieser Warnzeichen, die ich dir gerade genannt habe, oder indem du dich einfach mal wirklich aktiv mit dir selbst beschäftigst. Durch Journaling, durch Zuhören oder einfach auch durch Meditation. Durch Meditation findet man einen super schönen Zugang zu sich selbst, zu seinen Gefühlen, zu seinen Bedürfnissen. Das kommt natürlich nicht von heute auf morgen, aber es kommt mit der Zeit. Mittlerweile lebe ich jeden Tag danach. Was sind meine Bedürfnisse? Was brauche ich heute? Das kann man nicht jeden Tag zu 100% umsetzen, aber man kann schon zielgerichtet danach leben, so gut es eben geht. Und das kann ich jedem nur sehr ans Herz legen, nach seinen Bedürfnissen zu leben. Natürlich immer in Rücksichtnahme auf die Bedürfnisse der anderen, aber auch deine Bedürfnisse dürfen nicht zu kurz kommen, denn auf Dauer macht dich das krank, macht dich das traurig, macht dich das unglücklich und das wollen wir doch nicht. Ich hoffe, ich konnte deine Frage damit beantworten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, dann gebt dem Video sehr gerne einen Daumen hoch und lasst ein Abo da und teilt es sehr, sehr gerne mit euren Freunden und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!